Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu der Werdenberger Wirtschaftstagung hier im Gewerbepark Z'Grab. Ich freue mich sehr, dass ich Sie im Namen der Veranstalter, der Wiege und Skank den heutigen Nachmittag begleiten darf. Natürlich dann mit dem Höhepunkt der Verleihung vom 6. Werdenberger Innovationspreis. Aber zuerst darf ich das Wort unserem Gastgeber übergeben. Begrüßen Sie mit mir den Geschäftsführer von der Lipuner EMT, den Martin Sulzer. Geschätzte Gäste, es freut mich, dass ich euch hier im Namen der Lipuner Firma bei uns hier im Gewerbepark begrüße. Es ist schon schön, dass so ein innovativer Anlass bei uns in diesem Raum stattfinden kann. Wer sind die Lipuner Firma? 1940 ist eine Einmannspenglerei gegründet worden in Grabs. Unterdessen haben wir 2016, wir sind 335 Mitarbeiter, haben ca. 80 Millionen Umsatz. Wir machen das mit Lüftung, Heizung, Kälte, Sanitär, Steuerungen, Service, Blechverarbeitung, Spenglerei, Stahlbau und Photovoltaikanlagen. Ihr seht, es ist ziemlich ein breites Spektrum. Es ist immer Metall am Bau und es ist immer Haustechnik. Wir haben weitere Standorte in St. Gallen, Zürich und Frutigen. Wir sind ein leistungsfähiger Partner für anspruchsvolle Klimaprojekte. Obwohl wir noch kein Konzern sind, wir sind eine Familie geführt, aber wir sind ziemlich leistungsfähig. Ein Beispiel, da haben wir mit Herzog Dümmerau und HRS haben wir die Messhalle machen, die letzte, die sie hier in Basel gemacht haben. Für uns war Lüftung, Kälte und Steuerung, es waren 33 Millionen und wir hatten 6 Monate Zeit gehabt, um das zu realisieren. Es war eine rechte Herausforderung, wir haben es aber hergebracht und sie haben die Basel World zurzeit eröffnet. Wir fördern noch Startups. Wir haben 2008 mitgeholfen, die Ökosulf gründen. Die machen Feinstaub-Elektrofilter für Holzführungen. Wenn wir unsere natürlichen Ressourcen, Biomasse, nutzen wollen, muss man sie auch feinstaubfrei machen. Wir arbeiten jetzt nicht auf dem, wo wir es ursprünglich gegründet haben, auf den kleinen Filtern. Wir hatten schon die 6. Generation Filter, jetzt sind sie relativ gross. Aber wir haben unterdessen 20 Angestellte, in Plons ist die Firma. Und das läuft recht gut. Also momentan hat man das Gefühl, jetzt entwickelt sich auch der deutsche Markt und dort geht es dann relativ schnell. Das ist alles irgendwie jetzt schon 10-mal grösser als bei uns. Also da sind wir sehr gut unterwegs und da hat es 3-4 Supertalente darunter und dann einen Haufen grosse Talente. Und dann 20 Leute. Wir haben auch 3 KTI, die jetzt laufen, im NTBZM und so kommt das Ganze ein bisschen zum Laufen. Dann haben wir auch den Gewerbepark Grabs gemacht, als einen Beitrag zur Entwicklung der Region. Es muss ja attraktive Räume haben, dass innovative Firmen hierher kommen und hier arbeiten und hier Arbeitsplätze generieren und da so wieder alles ein bisschen beleben. Das war ein Aspekt des Ganzen. Der andere Aspekt ist, 60% von dem haben wir selber gemacht, also Fassaden, Stahl, alles. Komplett Haustechnik, Fenster und halt, ja, alles, was Metall ist, ist bei uns. Und ja, das ist für uns sehr eine gute Erfahrung. Es ist auch die erste Eigenverbrauchsgenossenschaft in Grabs. Also, dass der Strom, den wir da drauf produzieren auf dieser Parzelle, dürfen wir unseren Mietern verkaufen. Machen wir zum gleichen Preis, wie er es sonst würde zahlen. Aber das ist natürlich auch etwas Schönes und das motiviert die Leute auch, wenn man dieses Projekt hat, das mit wenig Energie schöne Räume zur Verfügung stellen und einfach noch schnell nebenbei, 17% vom Ganzen wären zu vermieten, das ist zum Beispiel der Raum hier. Wenn irgendwer ein Interesse hat, Werbung in eigener Sache. Ja, unsere Vision ist dezentrale, erneuerbare Energieproduktion im und auf dem Gebäude. Also wir sind ja im Gebäude tätig. Verbrauchsoptimiert, das ist zuerst erneuerbar. Heute sagt man ja Prosumer, also Produzent und Konsument. Es gibt Prosumer. Also das Haus kann liefern, kann aber auch holen. Wir arbeiten an der Energiewende mit sinnvollen Aufgaben. Viele gute Talente bei uns halten. Man kann sie so motivieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Ja, wir haben es von Martin Sulzer schon gehört, das Thema heute Nachmittag, Talent. Aber was ist denn überhaupt Talent? Also Google sagt, Talent ist eine Begabung, eine besondere Begabung in einem speziellen Bereich. Ab wann hat man überhaupt ein Talent? Habe ich ein Talent, wenn ich mit den Ohren wackeln kann?
Also ich habe es sehr gut, wenn sie nicht zuschauen würden, eigentlich. Oder habe ich ein Talent, wenn ich aus einem Blatt Papier am BH falten kann? Ich weiß es nicht. Aber er weiß es. Weil er macht in der Schweiz Talent. Er zeichnet sie aus. Klar kennen wir ihn durch seine Talente als ehemaliger Fußballprofi und Trainer. Und ja, er hat auch ein Talent bewiesen, um sich mit seiner Brille und seiner Frisur, aber vor allem auch mit seinem charmanten Akzent in die Herzen der Schweizerinnen und Schweizer zu reden. Begrüßt Sie mit mir den Gilbert Gress, Monsieur Gress. Guten Tag. Also, es ist toll, ein volles Stadion, alles ausverkauft, keine Sitzplätze mehr. Also, jeder Trainer, jeder Präsident von einem Verein wünscht ja so eine Kulisse zu haben. Danke, dass Sie alle gekommen sind und hoffe mir, dass wir einen schönen Nachmittag verbringen zusammen. Ja, Talent. Talent. Was ist Talent? Das stimmt schon, dass so jeder von uns kann ja irgendwo Talent haben. Das stimmt ja schon. Das ist schon richtig. Aber was erwartet mir von einem Talent zuerst mal? Ich würde sagen, ein Talent ist eine Lokomotive, mal schon. Natürlich, für ein Talent zu werden, die Arbeit und so weiter. Aber ein Talent muss eine Lokomotive sein. Und ich habe mich zum ersten Mal, war ich aufmerksam auf diese Frage vom Talent. Das war schon lange her. Das war in Schweden, hat man damals schon Tennis gespielt, aber ja. Und dann kam ein junger Mann namens Borg, der hat dann auf einmal mit 17 Jahren ja, fast alles gewonnen. Und auf einmal wollen alle Jungen von Schweden, ich sage alle, 90% von diesen Jungen, wollen ja alle Tennis spielen, weil sie ein Vorbild gehabt haben, ein Talent, wie Borg geheißen hat. Und das hat mich damals schon beschäftigt. Und bei dem sage ich, ein Talent muss die andere mitreißen. Und manchmal ist es auch eine Mannschaft, ich weiß von mir selbst, wie wir mit Straßburg französischer Meister geworden sind, 1979, hat mir der Präsident von der Liga gesagt, wir haben noch nie so viele junge Lizenzierte gehabt, als in 1979, wie ihr Meister geworden sind. Das heißt, ein Talent heute muss der Beste sein. Er muss jetzt auch noch intelligent sein. Kommunikation, die ganzen Fernsehsender und die Journalisten und die Frage, die Fußballspieler in der Halbzeit kommen die Mikro schon auf die zu, stellen die dummste Frage manchmal und da musst du intelligent arbeiten, Antwort geben. Schon scheiße, der Fußballer ist gar nicht intelligent. Aber da gibt es Supertalente. Und ich habe mir da Überlegungen gemacht auch und ich könnte sagen, zum Beispiel in der Schweiz, ein Supertalent, das ist Roger Federer. Ich muss das sagen, weltweit, also in Frankreich, überall, wenn man von Roger Federer spricht, Monsieur Federer heißt das. Warum? Er siegt, er gewinnt und wenn er was sagt, hat seinen Kopf und Fuß, sagen wir mal, und er ist immer auf dem Boden geblieben. Und er kommt so gut an bei allen Zuschauern. Wenn ich daran denke, der spielt in Paris. Ich kann ihm sagen, das Publikum von Paris ist nicht das Intelligenteste. Aber der kriegt nur Beifall. Das hätte ich mir mal gewünscht, als Fußballer in Straßburg oder Marseille, bei mir in Paris gespielt haben. Ich habe nie keinen Beifall gekriegt. Und der Roger kriegt ja nur Beifall. Dann gibt es noch ein anderes Supertalent, das ist dann eine Mannschaft. Sie haben vorher gesprochen von jungen Talenten, wie man halten muss. Und ich sage, da gibt es eine Mannschaft, hat es gegeben, jetzt auch ein bisschen weniger, in Europa, FC Barcelona. FC Barcelona war jahrelang die beste Mannschaft der Welt, aber nicht nur die beste Mannschaft. Da haben manchmal 7 bis 8 Spieler mitgespielt von der eigenen Akademie. Wenn ich heute Paris spielen sie oder Inter Mailand gewinnt Europa Cup ohne einen Italiener. Paris spielt ohne einen Franzose manchmal. Und da in Barcelona die beste Mannschaft der Welt spielt mit 7, 8 Spielern von der eigenen Akademie. Heute ist es auch nicht mehr unbedingt so. Es hat sich auch ein bisschen geändert. Wir haben in Frankreich dieselbe Mannschaft gehabt, die Handballmannschaft. Die waren Spieler, intelligente Spieler, also im Leben intelligent. Ich spreche nicht von Diplome. Man kann nicht immer großer Sportler sein und die Intelligenteste sein. Das geht auch nicht. Aber man muss etwas haben, das ist die Lebensintelligenz. Und da haben wir eine Mannschaft in Frankreich
Das ist nicht die Fußballmannschaft, die haben gestreikt vor 6 Jahren. Die sind so intelligent gewesen. Weltmeisterschaft haben die gestreikt. Sie wollen nicht mehr trainieren und nicht auch nicht spielen. Irgendwo bei einem Punkt. Dann, das ist die Handballnationalmannschaft gewesen in Frankreich. Die Leute haben alles gewonnen. Europameister, Weltmeister, Olympiasieger aus, Goldmedaille geholt und alles. Aber die sind immer auf dem Boden geblieben. Und wenn ich dann noch einen Namen vielleicht nennen darf, auch noch, das ist vielleicht ein Deutscher, das ist Michael Schumacher auch. Michael Schumacher habe ich persönlich kennengelernt in den letzten Jahren, natürlich vor seinem Unfall, Unglück. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht über Michael Schumacher. Ich habe ihn mal gebraucht für ein gutes Werk für Behinderte. Er war im Juni, er ist gekommen, hat gekämpft. Er war mit der Match mit mir. Der hat die Tore genommen, von einem aufs andere getragen. Also wirklich, es war wirklich ein Vorbild. Und bei dem sage ich auch, das sind die Supertalente und die Talente. Jetzt gibt es auch nicht nur im Sport Talente. Es gibt in jedem Beruf Talente. Gehen wir ganz kurz zurück zu der Weltmeisterschaft in Rio vor schon 2 Jahren. Finale Argentinien-Deutschland, 0-0. Kurz vor Schluss bringt der Trainer von der deutschen Nationalmannschaft einen Spieler rein, Götze. Die Welt kennt ihn jetzt natürlich alle. Götze, der Spieler kam von Bayern München, hat gar nicht mal Stammspieler gewesen in Bayern München, aber hat Qualität, ist ein Talent. Jetzt kommt die 113. Minute, Götze steht vor dem Tor, kommt eine Flanke rein, Götze nimmt an, schießt, Tor. In dieser Sekunde, in diesem Moment, sind über 60 Millionen Deutsche wie hochspringen. 1-0 Götze. Und auch noch 200-300 Millionen Brasilianer, weil die wissen in diesem Moment, dass ihr Erzfeind Argentinien nicht Weltmeister wird. Abends, erste Fernseh, nicht mehr von Syrien gesprochen, nicht von Krieg, nur noch Götze. Götze, Götze. Der andere Tag, 2 Tage später, sind die nach Deutschland zurückgekommen. Da waren Millionen in der Straße. Und im selben Moment, wie Götze das Tor schießt, irgendwo in Afrika, ist ein Chirurg, ein Schweizer, ein Deutscher, ein Franzose. In diesem Moment, in der 113. Minute, bis zum fünfte Kind operiert und rettet das Leben von 5 Kindern in diesem Tag. Und auf den wartet niemand am Flughafen, seine Familie vielleicht. Das ist auch ein Talent. Jetzt kann man sich fragen, welches ist das wichtigste Talent? Welches Talent brauchen wir? Der Chirurg oder Götze? Und ich sage, meine Damen und Herren, wir brauchen beide. Der Chirurg für Leben zu reden und Götze für Freunde zu bringen, die Leute glücklich zu machen. Ich habe das selbst miterlebt als Trainer, wie ich mit Straßburg, nur schon ein bisschen weniger mit Straßburg, wie wir Meister geworden sind, habe ich so viele Briefe bekommen von Leuten, die in der Not waren, finanzielle Not, gesundheitlich und Arbeitslose, wie sie sich bedankt haben bei mir, weil wir am Samstagabend nicht nur gesiegt haben, aber auch noch gut gespielt haben. Da haben die gesagt, wir haben jetzt vor ein paar Stunden, für ein paar Tage alles vergessen, was Gesundheit, Geld und so weiter. Vielen Dank. Also sage ich, ein Götze okay und der Arzt auch okay. Leider spricht man mehr in der heutigen Welt vom Fußball als von der Chirurgie, von der Ärzte. Das ist ein bisschen schade. Und ich würde übrigens sagen, also Sie haben ein Sprachtalent. Also so gut, wie Sie Deutsch reden, würde ich gerne Französisch können. Ja, auch unseren nächsten Gast muss ich wohl kaum vorstellen. Der Goldsimi aus dem Toggenburg, der erfolgreichste Schweizer Winterolympionik, der mit seinem Doppel-Doppel-Gold definitiv Schweizer Geschichte geschrieben hat. Und spätestens dann, als er mit seinem Harry Potter-Mantel aufs Podest gestanden ist oder einem super Zehnkampf volle Pulle in die Kamera getonnert ist, spätestens dann ist er auch in die Herzen der Nicht-Skisprung-Fans geflogen. Und darum würde ich es gerne in der Flügersprache sagen: Happy Landing hier in deinem Geburtsort. Herzlich willkommen, Simon Ammann. So würde es eigentlich gehen, dann würde es auch eine Note 19,5 oder aufwärts geben. Und dann könnte ich endlich mal aufhören und eben ein richtiger Unternehmer werden. Das ist ja ein Thema, das
Was mich eigentlich auch schon lange beschäftigt und jetzt darf ich referieren, ich habe immer gemeint, Skispringen als Talent, das Skispringen, das bringt dir eigentlich nicht viel als Talent. Du kannst Skispringen, aber das kannst du erstens anderen nicht richtig erklären. Sie können nicht mitfliegen, also dann ist man sicher ein guter Überzeuger, wenn man jemanden dazu bringt, mindestens einen Erwachsenen, abgesehen vom Edi den Igel, über die Schanze zu schicken. Und er hat recht eingesteckt, der Edi, aber er hat wirklich Talent gehabt und er hat, ich denke, er hat auch Talent, er hat auch etwas daraus gemacht aus dem Sport und das ist immer ein grosses Thema bei uns. Sportler, schon als Jugendlicher wird man darauf geimpft, was, oder mir wird gefragt, was machst denn du wirklich? Dann sagt man, ja, ich tue Skispringen. Und was machst du wirklich? Und dann sinkt der ganze Stolz so ineinander zusammen und dann sagt man so, ja, ich gehe noch in die Schule, mache die Matura und ja. Heutzutage ist eigentlich immer noch das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, Matura. Und ich bin sehr froh, dass ich Matura gemacht habe. Und das hat mich, also ich hätte immer gerne auch studiert und es ist wirklich das ganze Thema zum Unternehmer werden, ist bei mir sehr ein langwieriges Thema gewesen. Nicht jeder schafft es, wie der Fabian Cancellara, dann Olympiasieger zu werden, abzuspringen. Mir ist das 2011 einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Es ist der zweite Doppel-Olympiasieg da gewesen. Das war natürlich, und mir wird auch oft darauf angesprochen, ist das nicht der richtige Zeitpunkt, um wirklich zurückzutreten und etwas anderes richtig zu machen. Und es ist ihn nicht. Es ist ihn wahrscheinlich zu 99% ist das nicht der richtige Zeitpunkt, weil die Bereitschaft einfach fehlt. Den Zeitpunkt kann man sich gar nicht so richtig aussuchen. Der muss auch passieren. Und so sind eigentlich auch die letzten Jahre seit 2011 für mich passiert. Wenn ich es im ganz grossen Rahmen jetzt anschaue, mit allen Möglichkeiten, die sich für mich aufgetan haben. 2011 ist eben drum so eine Zahl, weil Andreas Küttli ist zurückgetreten, ist unser Konditrainer zurückgetreten und dann haben die ganzen Muskeln aufgehört wachsen. Nein, die haben nicht aufgehört wachsen, aber als Skispringer ist es immer okay gewesen. Aber es hat alles sich so ein bisschen verändert und ich habe mich dann gefragt, was will ich wirklich machen oder was kann ich wirklich richtig gut? Und dort ist mein Herz immer noch stark beim Skispringen gewesen. Und ich muss sagen, auch zum Glück, auch wenn die letzten 5 Jahre seit hier sehr, sehr schwierig waren, hat es doch mindestens, wie viele Mal sind es? 3 oder 4 Mal hat es ganz früher noch gelangt. Leider nicht am richtigen Zeitpunkt, aber es haben sich andere Möglichkeiten aufgetan. Und dazumal war das aber eine sehr grosse psychische Belastung für mich. Also, was macht man aus einem Talent, wo man so richtig trainiert, verborgen ist, so richtig besessen, wo es aber auch das Feuer dafür brennt. Wie tut man das nach einer Rolle in einen anderen Lebensabschnitt ein? Und das kann einem eben dann niemand sagen. Es kann einem nur einer sagen, ja, am besten ist es aufzuhören, wenn es am besten läuft. Das ist eigentlich recht einfach. Und wahrscheinlich wäre es auch gut. Und dann war es aber so, weil es einem niemand so richtig können sagen konnte, bin ich eigentlich froh gewesen, bin ich im Sport drin. Also konnte ich mal weiter schauen, was könnte ich machen. Weil das Studium, das ich immer gerne gemacht habe, auch so einen Beruf, so eine Wärmepumpe oder eine Wärmerückgewinnung zu entwickeln, das war eigentlich genau mein Ding gewesen. Ich habe es aber selber vermasselt. 2006, nach der langen Durchstrecke, habe ich an der ETH angeklopft, wollte studieren, Elektroingenieur, und dann haben sie gesagt, ja, du kannst das machen, du kannst immer in die Hälfte auf den Fächer machen, aber du musst den Staat abliefern jede Woche und das noch im Papier, oder? Sogar an der Glasfaser vernetzten ETH war das so gewesen, totzumal. Und dann habe ich angefangen, voll motiviert gewesen, in den Winter rein, und das hat mir auch einen grossen Schwung gegeben. Und dann war es aber so gewesen, ja, ich bin dann irgendwie Weltmeister geworden im Winter und dann hatte ich keine Zeit mehr. Dann haben wieder alle angeklopft im Frühling, der Skiverband hat angeklopft und das ganze Spiel, wo dann wirklich sehr gut läuft, das haben wir einfach keine Zeit gelassen, um weiter zu studieren. Und 2009 haben wir dann nochmal ein Gespräch aufgenommen mit der ETH und haben gesagt, du, so ist es irgendwie schwierig gewesen und wir haben es
sehr gut vorbereitet. Wir haben alle Argumente gegen den Staat, gegen Papierform vorbereitet. Und dann sind wir an das Gespräch und haben gesagt, ja, eigentlich könntest du, ja, du könntest einfach so viele Stunden kommen, schauen, wie du kannst. Und Basisprüfungen musst du schaffen. Das hat er irgendwie nach den ersten 5 Minuten gesagt. Das ist eigentlich wie wenn ich jetzt Pointe schon erzählt hätte. Und dann sind wir so ganz baff gewesen. Ich dachte, ja, das wäre fantastisch. Und es wäre wirklich auch fantastisch gewesen. Aber es war Vancouver vor der Tür. Und das Vancouver war unser grosses Ziel. Und ich hatte ein sehr gutes Jahr voraus. Welt Nummer 2, Tournee Nummer 2. Und gut, immerhin in der Weltrangliste haben sie mal noch ein bisschen geschafft, der Tournee immer noch nicht. Aber da ist das nachher aufgegangen mit Vancouver und es war natürlich sehr schwierig, dieses Studium wieder aufzunehmen. Und darum habe ich es eigentlich auch vorher nicht aufgenommen. Und nachher war es umso schwieriger gewesen. Und dann hat das Jahr 2011 sich so gewechselt. Dann habe ich gesagt, du, wenn du wirklich noch Sport machen willst, musst du es ernst meinen. Dann brauchst du ein bisschen Zeit. Dann haben wir Hypertrophie gemacht. Wir haben also richtigen Muskelaufbau von einem Bodybuilder. Lang ist es her, ist alles wieder verschwunden. Und dann haben wir das Ganze nochmal ganz aufgebaut im Sport und haben dann eigentlich so ein bisschen den Range geschafft für die Olympischen Spiele. Und ich habe dann eigentlich alles wieder in die Waagschale geworfen. Und ja, ich habe 3 oder 4 Weltcup-Siege, 2-mal Kusamol, was ist das gewesen, 2-mal Tournee, Oberstdorf. Aber das war es allemal wert, auf den Sport nochmal zu setzen. Weil es hat sich dann unterdessen hat sich sehr viel anders noch mitentwickelt. Soll ich zuerst über die Bergbahnen reden, oder? Ja, ich hoffe, dass wir mal alle über das Thema lachen können. Es ist eigentlich eins von der, das ist das erste Standbein, das sich aufgebaut hat, weil im Verwaltungsrat von der Bergbahnen bin ich 2012 gewählt worden und wir haben eine sehr schöne Zeit jetzt erlebt, aber es ist auch kein einfaches Thema. Und so von 0 auf 100 in einen Verwaltungsrat jetzt kommen, das war eine besondere Beanspruchung für mich, weil erstens hat jeder Bescheid gewusst, aber wie man es wirklich macht oder wie man wirklich etwas kreiert, das ist eigentlich, das hat sich in den letzten 2-3 Jahren mindestens so ein bisschen, wie ich es jetzt mit dem Bergrestaurant erlebt habe, es hat sich wie so ein sportlicher Erfolg angefühlt. Das war, die Leute haben sich kennengelernt, sie haben über ein Thema geredet, ich bin zum Glück jemand gewesen, ich bin kein Architekt, aber wir haben das Image von diesem Ort wollen verändern und dann hat es auch Investitionen gebraucht und ich bin kein Hauptaktionär, auch kein Mehrheitsaktionär, aber wir haben so ein bisschen mitspielen, um das Ganze auf eine Schiene zu bringen, wo es nachher anfängt zu laufen. Und das hat nachher eine sehr schöne Dynamik gegeben und für uns im Verwaltungsrat hat das Aufgabe gegeben, zu entscheiden über sehr viel Geld, Investitionen zu einem Gebiet, das auch sehr umstritten ist, wo wirtschaftlich schwierig dasteht. Und dort hat das aber mit dem ganzen Projekt Architektur dann auch etwas erneuern. Als Sportler, wo ich doch auch in Kanton Schweiz gewohnt bin, das Geld ein bisschen auf die Seite gegeben habe, ist es sehr schwierig, um wieder etwas retour zu bringen. Und da ist die emotionale Komponente dann wieder retour in Stockenburg sehr schön gewesen. Ich weiss, es gibt noch andere Bahnen im Tal und das Ganze muss gepflegt werden und wir haben jetzt auch in der ganzen Neuaufstellung noch nicht eine Antwort für alles. Und wir sind dran, dass sich das gut entwickeln kann, aber dass es Reibereien gibt unter uns, da wird sicher Zeit zeigen und da braucht es eben auch Innovationen, gute Ideen, die uns nachher weiterbringen können. Um den Bogen oder das Stichwort Toggenburg noch etwas zu schliessen. Jetzt seit ganz kurzem bin ich Inhaber von einem Dachdeckergeschäft, wo mein Bruder leitet tut. Das heisst, gerade in dem Bereich, wo wir doch auch sehr direkt mit den Leuten arbeiten, habe ich jetzt einen Einstieg machen und wir haben ein Geschäft übernehmen. Ein Thema, das gar nicht so einfach ist für eine Unternehmung, eine Geschäftsübergabe.
Und das war wahnsinnig interessant, da mal aus erster Hand einfach können, zu spüren, wie fühlt sich das an, was sind so ein Punkte, wo es Beharrlichkeit braucht, wo kannst du jetzt wirklich den Sportler ein bisschen brauchen, ein bisschen laufen zu lassen. Und da habe ich gemerkt, dass doch der Sportler, wenn man auch mal ein Wellental erlebt hat, das kann benutzen dann später für das Leben, nachher in der Karriere, nach der Karriere. Und ja, jetzt ist eigentlich der Schuss ein bisschen gegen innen raus los, weil jetzt ist aussen rum, steht schon recht vieles wieder sehr gut da. Ich kann mich nicht um alles kümmern, aber eigentlich kann ich doch auch sehr gut noch ein bisschen länger Skispringen. Ich habe gehofft, ihr seid noch ein bisschen mehr begeistert von dem. Weil das andere ist wirklich trockene Materie. Also Unternehmen führen und gründen, Logos entwerfen, einfach auch mit den Leuten Kontakt haben, das ist Knochenarbeit. Und für mich, mehr, die doch als Sportler in der Welt umeinander gesprungen sind, ist es sehr, sehr gut, in die Region zurückzukommen und wirklich zu spüren, was braucht es und auch kennenzulernen, was ist liberal, was darf man sagen, aber sich auch ein bisschen zu exponieren. Ich glaube, man hat immer gerne den schönen Weg, wo das funktioniert. Aber lehrreich ist wirklich das, was auch Reibung ergibt. Und ja, so hat mein Weg stattgefunden als Sporttalent zum Sporttalent und Unternehmer. Vielleicht ergibt es sich wieder mal nur als Unternehmer. Aber Förderung braucht es und ich bedanke mich sehr herzlich. Und zwar auch von den Förderern aus der Region. Das ist einerseits der Walter Meier von der Feder Augenoptik, wo hier aus der Region ein Spitzensportler wie mich seit dem allerersten Weltcup 1997 an der Tournee unterstützt und scharfe Augen macht. Und die andere ist die Firma WAMS, die uns unterstützt mit Sprunganzügen, wo wir immer wieder Stoffe messen können, Stoffbestellung. Und das ist auch sehr ein zähes Geschäft. Vorne dran unterscheidend, sagen wir mal, nicht ein Liter in der Luftdurchlässigkeit, aber es ist Top-Qualität, die gefragt wird. Und das kommen wir immer wieder rüber. Und danke für das und danke für die Aufmerksamkeit. Merci. Ja, danke vielmals, Simon Amann. Jetzt hätten wir uns eigentlich an dieser Stelle auf ein anderes Talent aus dieser Region gefreut. Nadia Endrizzi. Sie war Finalteilnehmerin von der Sendung «Die grössten Schweizer Talente». Und es hat ja wahnsinnig gut gepasst, heute, als wir den Gilbert Gress hier im Haus haben. Aber auch das grösste Talent kann leider nichts gegen Grippeviren machen. Darum schicken wir ganz gute Besserung zu Nadia Endrizzi und hoffen, dass sie schnell wieder auf der Beine ist. Dafür darf ich Ihnen aber einen Überraschungsgast vorstellen. Sie ist Miss Schweiz 2002 und Face of the Universe 2003. Und ja, da könnte man sagen, da braucht es jetzt vielleicht mehr Schönheit wie Talent. Aber sie hat sich als Schauspielerin ins Hollywood durchgeschlagen und das braucht definitiv eine gehörige Portion Talent. Darum ist sie heute genau am richtigen Platz. Herzlich willkommen, Nadine Vinzenz. Nadine, du bleibst gerade hier in der Schweiz bis Mitte November, hast du mir erzählt. Was hat dich denn zurück in die Heimat gezogen? Ja, also ich bin jetzt hier, weil der nächste Film, den ich anfange zu drehen, wird jetzt, also sollte jetzt, und hoffen wir, es geht alles gut, wird im Dezember anfangen. Und dann war natürlich das Zürich Filmfestival, das ich hier hatte. Und dann waren sonst noch Termine, die ich wahrnehmen musste. Und natürlich ist es auch wieder mal schön, zum sonst hier zu sein, Familie zu sehen, Freunde zu besuchen, die Schweiz zu bergen. Weil ich bin doch schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Über den nächsten Film, da reden wir nachher noch ein bisschen. Zuerst nimmt mich Wunder, du bist jetzt fast 10 Jahre schon zu Hollywood. Hast du dort durchgeschlagen? Wie viel Schnuff hat es in diesen Jahren gebraucht, um jetzt hier hinzukommen, wo du jetzt bist? Ja, also es braucht ganz viel Schnuff. Also wirklich sehr. Ich meine, das ist wirklich nicht ein einfaches Business. Und vor allem, wenn man also, ja, sich etwas aufbauen will. Oder? Natürlich, ich war in der Schweiz. Man ist bekannt worden, man wird bekannt von 0 auf 100.
Und auch dort habe ich schon sehr viel geschafft und streng gehabt. Aber nachher habe ich dann quasi wirklich wieder, ich meine, L.A., das ist schon, und Schauspielerei ist schon mein Traum gewesen, seit ich klein bin, seit ich denken kann. Und ich bin auch schon immer auf der Bühne gestanden und habe das neben der Schule gemacht und alles. Und ich habe dann nachher wirklich gedacht, mal, L.A. und egal was ist, ich ziehe das einfach durch. Und dann musste ich dort wieder von Null anfangen. Ich habe dann von Null angefangen, Schauspielschule zu machen und mir das Netz aufbauen. Und es hat dann aber doch also ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich meine erste Hauptrolle gekriegt habe. Also sagen wir so zum Beispiel, so von 100 Castings habe ich dann wirklich mal eine oder zwei dann, ja, wirklich die Hauptrollen gekriegt. Aber so hat es sich dann nachher dann auch weitergeschafft, oder? Dann, wenn man dann einmal gesehen wird und ja, kommt das immer mehr und mehr. Und klar, für das braucht es natürlich Talent, das ist unbestritten, aber gerade in L.A., im grossen Hollywood, wie viel nützt dort wirklich Talent oder geht es einfach auch nur wirklich halt um Connections? Nein, also es geht sehr schon, also viel um Talent, oder? Ich denke, man muss einfach auch ein Blut haben und wenn man mit Herz und Seele und allem dabei ist, dann ist Schauspielerei auch da. Ich meine, also ich denke, ja, man braucht Talent. Für mich war es nie eine Frage, dass ich das einfach machen will und dass das für mich wirklich so viel Herzen kommt, weil ich liebe die Schauspielerei über alles. Und das braucht natürlich dann schon auch, ja, Connections. Und wie hast du dir das Netz auch von Connections gerade dort als Schweizerin aufgebaut? Eben, das ist ja natürlich auch sehr wichtig, nicht nur das Talent, sondern es kommt dann auch noch, kommen auch noch Connections dazu. Weil sobald man dann einmal halt gesehen wird in einem Film oder man kriegt einmal eine Hauptrolle, auch wenn es kleinere Rollen sind, dann werden auch wieder andere Leute auf die aufmerksam und sehen, oh, sie kann auch etwas, aber es kommt natürlich, was natürlich halt auch ist, es kommt auch immer auf den Typ drauf an, oder? Ich meine, jeder Film sucht für einen anderen Typ, ich kann jetzt nicht jemanden spielen. Ich meine, auch wenn es zum Beispiel, wir haben zuerst gegangen an Castings und sie waren absolut begeistert von mir, aber ich habe dann halt einen Absage gekriegt, weil ich einfach nicht der passende Typ dafür war. Aber sie haben mich dann dafür nachher auch wieder reingeholt für ein anderes Casting. Und dann habe ich die Rolle gekriegt, weil ich für das gepasst habe. Also es ist immer mit allem ein bisschen verbunden. Man braucht sicher auch viel Geduld. Jetzt hat man lesen, du hast zwei Hauptrollen ergattert. Das war gerade im Juni eine Schlagzeile. Was darfst du über die sagen? Was sind das für Rollen? Ja, also ich freue mich wirklich unglaublich sehr. Freue mich wirklich auf die Vorbereitung und alles. Also ich kann nur sagen, es ist ein Thriller, Misery. Und es geht darum, es ist so von den 1960er Jahren, so Surf-Movies mit Bikini am Strand. Und sobald es gehen, gewisse Girls gehen ins Wasser und sie kommen verändert raus. Es ist so mysterious. Und dann, und wie verändert du so kommst, darfst du es jetzt eben wahrscheinlich nicht verraten? Ja, zu viel eben, ja. Das darf ich leider noch nicht und kann ich noch nicht, ja. Und nein, ich freue mich auch sehr, um mit dem Michael C. Gordon zusammen zu arbeiten, weil er ist der Produzent und macht den ganzen Film. Und er hat ja die Musik produziert von Pulp Fiction. Mhm. Und hat ja noch grosse Auszeichnungen gekriegt. Und das ist, ja, ich meine, das ist ja brutale Ehre für mich. Jetzt freue ich mich, hoffe ich, dass das alles, ja. Und ab wann wird es denn so weit sein, dass wir die auch da vielleicht im Kiwi treffen werden, anschauen? Wie im Kino, oder? Ja, das ist ein lokales Kino, um das Kiwi treffen werden. Okay. Ja, hoffentlich bald mal, ja. Ja. Also du weißt noch nicht, wann definitiv denn der Film fertig ist? Nein, also ich meine, wenn wir jetzt noch dieses Jahr drehen, dann sollte er eigentlich dann hoffentlich nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr in die Kinos kommen. Ja. Was gibt es noch für weitere Projekte, die anstehen? Also ich habe jetzt noch ein Musikprojekt. Ich bin ja jetzt, also habe jetzt gerade ein Shooting gehabt, bevor ich zurückkomme mit dem Keith Chagall und Paul McCartneys Band, sind so eine neue Band, ich bin nicht auf dem Cover. Von allen CD und so, die jetzt den Ball rauskommt. Und es wird dann auch, glaube ich, gross mit dem Rolling Stones Magazine dann auch verbunden werden. Und jetzt bin ich gespannt, mal schauen, wenn das kommt. Also eben das Shooting für die CD haben wir alle schon gemacht. Und eben, sie warten jetzt einfach noch auf den passenden Release, bis dann alles rauskommt.
dann habe ich das noch und dann bin ich sonst noch mit Designs für Kleiderlinien bin ich dran und sonst noch etwas mit Musik und ja, meine, das geht alles ein bisschen und ja, mal schauen. Zurück zum Thema Talent. Was würdest du sagen als Schauspielerin? Wo ist dein grösstes Talent? Als Schauspieler, das ist immer schwierig zu sagen. Das ist schwierig zu sagen. Ich mache es einfach. Ich mache es einfach und tue mich so in eine Rolle versetzen. Und ich denke, das denke ich auch über. Und das merken vielleicht auch die Regisseure. Oder darum schafft man auch zusammen. Und ich glaube, das müssen auch die Leute. Keine Ahnung. Ist einfach so. Die Leute beurteilen. Ja, ich meine, für mich ist es einfach so. Und ja, für mich ist es einfach. Ich denke, ein Talent ist, wenn man mit seinem ganzen wirklich mit allem dabei ist und die ganze Kraft, genau. Das sage ich, dann ist es Talent, ja. Jetzt für alle die, ich weiß nicht, ob du die Frage gerne hast, aber für alle die gestern Klatschpresse gelesen haben, du weißt, es kommt Bastian Baker, es ist hier geschrieben worden. Ich verstehe euch mehr wie nur gut, sage ich jetzt einmal. Was ist an diesem Gerücht dran? Ui, no comments. Aber wir wünschen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg zu Hollywood und wir freuen uns sehr auf den nächsten Film von dir, eben hoffentlich bei uns hier im Werdenberg. Danke vielmals, Nadine Winter. Ja, merci vielmals. Ja, und wir wechseln in eine ganz andere Richtung nach Talent im Sport, im Showbusiness und im Unternehmen. Gehen wir zu Menschen, die manchmal leider fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber er fördert die, er sieht ihr Talent und zwar mit seiner Personalfirma mitschaffen.ch. Er vermittelt dort nämlich Menschen mit Handicap. Herzlich willkommen, Thomas Brem. Ich selber habe 15 Jahre ein Behindertenheim geleitet und es ist uns nicht ein einziges Mal gelungen, eine behinderte Person nachhaltig im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Und wir sind gerade Gewerbler gefragt, Unternehmer. Was hindert euch daran, so Leute anzustellen? Und sie kennen wahrscheinlich die Antworten. Zusammengefasst war es, wir wissen nicht so recht, wie man mit so Leuten umgeht. Man hat sie lange genug separiert. Das Zweite, wir haben Angst, dass wir mit den IV-Problemen bekommen, dass unsere Krankentaggeldprämien steigen, dass es mit den Pensionskassenproblemen gibt. Und das Dritte, ja, was machen wir, wenn es nicht geht? So einem kannst du doch nicht künden. Haben wir denn einfach bis 65? Das waren die Sorgen des Unternehmers. Mindestens im Kanton Schaffhausen. Ich weiß nicht, ob es da anders ist. Da hat mich zur Idee geführt, wir könnten die temporäre Firma gründen, wie sie die grossen Player sind. Nicht, weil ich das beste Modell finde, sondern weil es Türen öffnet bei den Unternehmen, wie sie auch haben. Es lässt dem Unternehmer nämlich zu, ohne Risiko, einfach einmal sagen, ich mache das einmal 6 oder 12 Monate. Wenn es gar nicht geht, kann ich ja wieder aufhören. Administrativ habe ich nichts zu tun, weil wir als Firma übernehmen das alles für den Betrieb. Und er kommt eine gute Begleitung über, vor dem, dass jemand kommt und während dem, dass jemand kommt, stehen wir zur Verfügung. Wir gehen normal monatlich einmal in den Betrieb vorbei und machen ein sogenanntes Jobcoaching. Ich möchte Ihnen in einem kurzen Beitrag aus der Anfangszeit von Mitschaffen auf Zelle Top einen Beitrag gelaufen, wo zwei Personen porträtiert, dass Sie ein bisschen Bild bekommen, was sind das für Menschen. Zwischen einem halben bis zu einem Jahr dauern die Arbeitseinsätze und können unbeschränkt verlängert werden. Sei es nur für eine oder zwei halbe Tage, die Arbeitseinsätze sind vielfältig. Sie werden nach den Bedürfnissen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber vermittelt. Alles Administrative läuft über mitschaffen.ch. Davon profitiert auch Luca Galuori. Er arbeitet im Swiss Casino Schaffhausen. Dass ich arbeiten kann, ist eigentlich für mich sehr wichtig. Aufgenommen bin ich eigentlich gut geworden. Ja, von der Arbeit her eigentlich so Reinigungsarbeit, Auffüllarbeit am Morgen. Und für seinen Einsatz kommt Luca Galuori ein Gehalt vom Swiss Casino Schaffhausen über. Mehr wie einer geschützten Arbeitsstelle. So ist auch ein gewisses Geschätztwerden bei den Arbeitsnehmenden vorhanden. Ich sage unseren Leuten,
freut euch über jeden Franken, den ihr verdient und selber erwirtschaftet und freut euch über jeden Franken, den ihr nicht mehr von einer staatlichen Institution abhängig sind. Das Schönste wäre, wenn die Leute irgendwann so drin sind, dass sie auf die IV verzichten und ihren Lebensunterhalt selber erwirtschaften können. Im Swiss Casino Schaffhausen sind bereits Überlegungen im Gang, ob noch an anderen Orten innerhalb des Casino Möglichkeiten für einen beruflichen Aufstieg von Luca Galluori möglich wären. Die Direktorin Ilona Flach ist überzeugt, dass Menschen mit einer Behinderung auf jeden Fall eine Chance verdient haben. Also sich unbedingt auf ein Experiment einlassen, es ist eine sehr gute Erfahrung und ich kann das allen nur ans Herz legen, mal zu probieren. Es ist es wert. Auch längerfristig? Absolut, ja. Menschen mit einer Behinderung gehören wohl zu den stolzesten Mitarbeitern von einem Betrieb. Dazu gehören ein Teil vom Ganzen sein, etwas leisten und mit Stolz eine Uniform oder ein Namenstäffeli tragen. Ein Selbstwertgefühl, das ein Job in der freien Marktwirtschaft bietet, ist wohl grösser als jedes Entgelt. Es sind verschiedene Menschen im Einsatz. Körperbehinderte, Menschen mit einer geistigen Behinderung und vor allem für Betriebe spannend. Es geht nicht einfach um 100% Stellen. Es gibt ganz viele Leute, die arbeiten vielleicht einen Tag beim Maler, immer am Freitag, helfen die Buden aufräumen. Eine andere Person im Rollstuhl geht jeden Morgen für 3 Schaffhauser Firmen das Postfach leeren, schafft eine Stunde und geht dann wieder heim. Es hat wirklich ganz viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten und ich glaube auch in vielen Unternehmen sind gewisse einfache, repetitive Arbeiten wegrationalisiert worden, aber irgendjemand muss sie gleich machen. Da vielleicht noch in der Mitte der Jonas, er ist gerade vor einem Monat bei Eschbacher am Fernsehen gewesen, vielleicht haben sie ihn und seine Mutter gesehen. Er arbeitet im McDonald's Schaffhausen, er ist verantwortlich für Tischabreiben, Plateau zurückbringen. Er sagt, der einzige Mitarbeiter bei McDonald's, der den Kunden einen guten wünscht und wo ihnen am Schluss den Abfall wieder verräumt. Das ist nämlich nicht im Konzept, glaube ich, so vorgesehen. Und es gibt jetzt Leute auf Hause, die gehen in McDonald's wegen Jonas. Ist alles gut gegangen, anderthalb Jahre, und dann hat er angefangen, den Kunden Käppli auf den Kopf zu kehren. Weil ein Mitarbeiter im McDonald's hat jedes Mal, wenn er hinterher gelaufen ist mit der Tabla, ihm zum Witz in den Hut genommen und umgekehrt und hat laut gelacht. Und der Jonas hat gefunden, das war etwas lässig und hat angefangen, im McDonald's allen den Hut zu kehren. Es ist nicht so gut angekommen. Und dort braucht es halt manchmal auch uns, dass wir dort vorbeigehen und wieder unterstützen, dass die Hüte wieder gerade drauf bleiben. Ja. Wir machen jetzt 3 Jahre, staunen, wie viele Firmen mitmachen. 100 Schaffhauser Firmen haben gesagt, wir sind dabei. Im Moment arbeiten etwa 70 Menschen mit einer Behinderung. Und auch die wirtschaftliche Seite ist spannend. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen die erste Firma sein, die ohne Geld von der IV oder von den Kantonen so etwas machen kann. Wir sehen einen extrem grossen volkswirtschaftlichen Nutzen, der da noch generiert werden kann, wenn wir in der Schweiz auch so Themen noch etwas ernster nehmen. Ja, und wenn wir gerade bei Menschen mit Handicap sind, Herr Hürlimann, Sie, die jetzt gerade neu in der Runde sind, Talent, wie sehen Sie das bei Ihnen im Lukashaus? Es geht darum, dass man den Menschen wahrnimmt. Bei uns hat sich eine junge Frau mit 16 gemeldet und hat laut Stellwerk ganz schlechte Ergebnisse gehabt. Wir haben gesagt, man hat gemerkt, sie kann nicht gut Deutsch, Migrationshintergrund. Und wir haben gesagt, wir machen es mit Brückenangeboten, also wir versuchen es. Sie hat angefangen zu arbeiten, hat Erfolg gehabt, hat Lob bekommen, dass sie das gut macht, dass sie in der Hauswirtschaft super arbeiten kann. Hat gleichzeitig Deutschkurs gemacht. Es ist motiviert, sie hat gemerkt, wenn ich Deutsch kann, besser Deutsch kann, kann ich etwas. Sie hat nachher dann eine Tatesch-Lehre angefangen, 2 Jahre geht die, hat voll motiviert ist eingestiegen, hat immer mehr Begeisterung bekommen und hat gelernt, wirklich Deutsch gelernt, hat nachher dann die 3-jährige Lehre gemacht, also gesamthaft 5 Jahre Lehre gemacht und ist jetzt eine beliebte Mitarbeiterin in der Klinik Wallenstadt Berg. Und ich denke mir, das ist das, einfach zu sehen, dass der Mensch etwas kann oder herausfinden, was ist denn seine Stärke. Nicht schauen unbedingt immer auf die Noten oder wie es der Gilbert Gress jetzt gesagt hat, nicht die intelligenteste, aber denke einfach herauszufinden, so praktisch, die Intelligenz wächst ja mit dem, was man tut und dann die Kennung bekommt. Ich denke, das ist das Wesentliche, dass man das sieht. Aber bedeutet das, dass Talent auch etwas ist, was man eben einfach gerne macht, nicht nur etwas ist, was man gerne kann, Herr Brehm, was Sie vorhin gesagt haben. Gerade bei Menschen mit Behinderung oder mit Handicap,
haben Sie eigentlich mehr Talent auf den Sachen, die Sie gerne machen? Und vielleicht nicht etwas Verborgenes, das man dann nicht auf den ersten Blick sieht? Ja, das ist schon so. Wir haben so, wenn sich die Leute bei uns bewerben für Stellen, dann bringen die wenigsten einen Lebenslauf oder einen schönen CV mit, weil sie manchmal gar nicht lesen und schreiben können. Und sie haben alle den gleichen Beruf. Sie sind alle Industriepraktiker EBA, weil es in Schaffhausen eine grosse geschützte Werkstatt gibt, wo man das lernen kann. Und ich frage eigentlich bloß, was machst du gern, was machst du gut, wo hast du den Applaus dran? Eine Frage ist, was ist dein Traum? Und dann sagt einer relativ schnell, ich will zu McDonald's arbeiten, auch wenn er Industriepraktika gelernt hat. Und dann probieren wir bei McDonald's eine Stelle zu suchen. Aber es wäre dann eigentlich im Sport das Gleiche, Simon Amann und Gilbert Gress. Meistens kommen ja die Kinder, die diesen Sport ausgewählt haben, weil sie es gerne machen. Vielleicht hätten sie aber ein Talent nicht als Skispringer, sondern als Skateboarder. Also ich wurde vom FC mit Freude verabschiedet. Und auf der Schanze hat es mir immer gefallen, von Anfang an. Es war interessant, du fährst oben los und unten fährst du in einem anderen Zustand raus. Vor allem, wenn du rausfährst. Und ja, sonst auch. Aber wenn du... Das hat jetzt zu mir gepasst. Ich wäre jetzt nicht der Schwinger gewesen, wie es ja viele wären. Also einfach, mir gefällt die Art weg. Schwinger. Nein, ach so, Schwinger, ja. Die. Ah ja. Ich hätte keine Chance. Ja. Im Tal der Großen. Also es gibt die Gegensätze. Aber die Förderung. Es gibt, bei uns kommen viele, viele Jungs, die machen verschiedene Dinge. Für das ist Skispringen gut. Aber mein Junge, ich bin froh, wenn er nicht Skispringt, aber unsere Familie hat auch viel, es gibt einige, die haben Musiktalent. Wichtig ist, dass man sie immer fördert bei Special Olympics. Das ist eine Organisation, die Olympische Spiele für behinderte Kinder organisiert. Bin ich jetzt froh, dass ich wirklich mitreden kann mit Leuten, die Jungs brauchen einfach Förderung. Und bei ihnen ist es, muss man aufpassen, dass man nicht sagt, ja, lernen die denn wirklich was? Weil sie lernen wirklich was, sie werden selbstständiger. Und da sieht man, dass Förderung ganz wichtig ist. Und bei den Kindern, die eine Sportart aussuchen, muss man einfach aufpassen, ist es jetzt schon fordern oder ist es jetzt eine Förderung? Also dürfen Sie auch nach Hause kommen und sagen, ja, es hat Spaß gemacht, ich und mein Kumpel haben den Gegnern die Trikots weggenommen und haben sie versteckt oder irgend sowas. Und das ist halt auch wichtig, dass da eine gewisse Natürlichkeit auch drin bleibt. Und ich denke, das erfordert einfach Feingefühl von den Trainern und so weiter. Wenn wir gerade bei der Förderung sind, Herr Sulz, das sind ja auch gewisse Art Trainer. Aufs Schwingen gehen jetzt nicht ein, was Sie mir erzählt hätten, Sie hätten früher mal geschwungen. Aber Sie sind ja auch gewisse Art Trainer als Chef von so vielen Mitarbeitenden, Sie haben gesagt, von 40 Lehrlingen. Wie fördern Sie da Ihre speziellen Talente? Birna, sagen wir jetzt gerade mal bei den Lehrlingen das erste Mal. Es ist einfach wichtig, dass man die Talente erkennt und nur, dass man auch Raum gibt, oder? Also jetzt gerade bei unseren Berufen braucht es halt einfach verschiedene Talente, oder? Man muss in verschiedenen Bereichen gut sein, also man muss einmal die Sache verstehen und dann muss man zu einem so ein kleines Team leiten, auch Sozialkompetenz haben, oder? Man muss die Leute können anweisen und man muss noch ein Vorbild sein und motivieren. Dann, wenn einer verkaufen kann, oder wenn man merkt, der hat jetzt da so eine kleine Anlage relativ locker verkauft und man merkt das, dann muss man ja auch Raum geben und einmal ein eine schwierigere Aufgabe geben im Verkauf und sagen, ja, dann probierst du dort, ich komme mit, aber du verkaufst jetzt das. Das ist einfach ganz wichtig, dass man sieht, wo sind die Leute gut und dass man es dann dort auch spezifisch fördert und vor allem auch Platz gibt. Es ist ja vielfach das Problem, dass im Team drin, die das Team führen, haben ein bisschen Angst. Da könnte ja einer, den ich führe, könnte ja besser sein als ich. Und darum werden zum Teil dann die Talente auch ein bisschen abgewürgt. Oder? Und das ist auch wichtig, dass man das den Leuten beibringt, dass sie die Talente haben, auch aufholen. Oder? Ich frage immer wieder, ja, wo sehen ihr den Stellvertreter in eurem Bereich? Weil der Stellvertreter ist ja der kommen kann. Und dann
den muss man dann auch fördern. Das ist wirklich wichtig und man muss einfach der Platz geben, dass sie sich gut entwickeln, oder? Und dann haben wir nochmal ein Gefäß in der Firma, das, dem sagen wir Zukunftswerkstatt. Das ist dann ganz unabhängig. Da kann dann einer eben mal Vorschläge bringen, die über seine Teams und seine Strukturen rausgehen. Und wenn man irgendwo so eine Idee hat und sieht, das wäre jetzt wirklich förderungswürdig, sind wir auch bereit, da dann auch zu investieren und diese Idee ganz separat zu fördern. Das ist schon ein anderer Weg, wie man dann in der Struktur, also die Strukturen manchmal ein bisschen umgehen kann, um spezielle Ideen zu finden. Mhm. Aber dann möchte man ja auch Talent behalten. Vielleicht von Ihrer Seite noch ein Tipp. Wir haben gerade auch viele andere Unternehmer immer rum. Wie schaffen Sie es denn nachher, Talent auch zu behalten, damit Sie dann eben, wenn Sie schon so viel investiert haben, die nicht einfach abwandern? Ja, ich habe es probiert darzustellen. Eben, wenn man Talent hat, dann will man so brauchen. Und dann braucht man Aufgaben, die irgendwie ein bisschen repräsentativ sind. Also man muss noch schöne Arbeiten herentun, attraktive Arbeiten, vielleicht ein bisschen mit Renommee. Das ist sicher ganz ein wichtiger Punkt, nebst dem, was halt alles die anderen Faktoren, die es gibt, dass sie den Betrieb mitbestimmen, einfach, dass sie auch ein bisschen Freiheit haben. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von Massnahmen, wie man Leute behalten kann. Attraktive Arbeitsbedingungen, dass eben kürzere, also irgendwie ein bisschen anderes Zeitmodell. Und es gibt ganz verschiedene Sachen, wie man die Leute behalten kann, dass sie, wenn hier in der Region, wir sind jetzt nicht gerade im Zentrum, wir sind nicht am Puls, dass sie hier weiter arbeiten. Und wir haben jetzt mit unserer Niederlassung Zürich haben wir auch die Möglichkeit, wenn einer sagt, ich will in Zürich arbeiten, ich will, dass es ein bisschen mehr läuft, oder eben, dass ich mein Privat ein bisschen anonymer gestalten kann, aber in mehr Abwechslung drin, dann kann auch so einer auf Zürich arbeiten. Mit den heutigen Mitteln geht ja das einfach relativ gut, dass man das dann über die EDV auch vieles austauscht. Die Herren auf dieser Seite, gerade mit Menschen mit Handicap, was brauchen Sie zwei selber für Talent, um mit denen arbeiten zu können? Also ein bisschen die Fähigkeit, flexibel zu reagieren auf unkonventionelle Verhalten. Das kommt mir jetzt gerade die Schnittstelle mit euch, in meinem Sport in Sinn. Ich war selber Trainer von einer Unihockey-Mannschaft, an einem Special Olympics Winterspiel in der Lenzer Heide. Und unsere Mannschaft hat alle Matches gewonnen bis ins Finale. Weil man einen Spieler kennt, der ist wirklich gut gewesen. Der Rico, der hat einfach Goal um Goal gemacht. Und wir sind ins Finale gekommen und es war das Anspiel von diesem Match und plötzlich, als ich wieder schaue, der Rico ist am Anspielkreis und als ich wieder schaue, ist er nicht mehr dort. Und dann sehen wir, wenn er davon läuft und dann ab dem Feld und dann sind wir ihm hinten an und sagt, es ist 12 Uhr, es gibt Mittag. Wir sind dann nur Zweiter geworden, weil der Rico ist konsequent zu Mittag gegessen, weil das war wichtiger als das Spiel und wir haben verloren. Und dort einfach so, merkt man dann so, ja, das ist jetzt die Eigenart, die muss man eh meinen Ehrgeiz als Trainer wieder zurücknehmen und sagen, zweit ist auch gut. Und er hat gespissen. Das erlebe ich auch in Strengelbach. Wir gehen ja ein, zwei Mal zusammen essen und unter anderem, ja. Und das ist dann in Strengelbach, in der Stadt. Und von den Behinderten kommt immer ein Behinderter 5 Minuten später. Und dann nur einer hat eine Krawatte an, das ist er. Er kommt immer mit Hemd und Krawatte. Der Einzige. Und immer mit 3, 4, 5 Minuten Verspätung. Jedes Mal, wenn wir essen zusammen, kommt einer zu spät, das ist er, aber er hat die Krawatte an. Der ist ganz stolz natürlich. Mhm. Herr Hörlimann, bin ich noch schnell, möchte auch kurz nachfragen, was denken Sie, brauchen Sie für Talent oder auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lukashaus? Ja, ich glaube, Sie müssen einfach die Menschenkenntnis entwickeln, auf Menschen eingehen, sich zurücknehmen und schauen, was der Mensch mit Behinderung ihnen entgegenbringt und das abholen, was er kann. Und nicht selber meinen, ich muss ihm jetzt helfen oder so irgendetwas, sondern wirklich schauen, was kann er. Und eigentlich jeden Tag nehmen, wie er kommt, es ist kein Tag gleich. Und ich würde sagen, nach so viel männlicher Kompetenz und Talent bin ich froh, als Unterstützung auch wieder eine Dame hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Vor allem, weil sie auch einen sehr testosterongeladenen Stier dabei hat, wobei ich gesehen habe, sie ist kein Stier mehr, sondern neu ein Loi. Herzlich willkommen, Vizepräsidentin von der Jury vom Werdenberger Innovationspreis, Kathrin Frick. Geschätzte Damen und Herren, es ist mir ganz eine grosse Ehre, dass ich heute den 6. Innovationspreis ganz besonders dieser Firma zu übergeben.
Wir treffen uns zwischen 3 und 5 Mal im Jahr, um die Firma zu küren. Wir schauen Unternehmen aus der Region an, wir holen uns Informationen ein über die Innovationen, die die verschiedenen Betriebe haben. Die Grundidee dieses Preises ist es, nach außen zu zeigen, was wir für tolle Firmen in der Region haben. Und dann ist es natürlich auch ein Imagepreis für unsere gesamte Region. Es ist wirklich ein Grund, dass wir auf unsere Region extrem stolz sein können mit so vielen tollen Firmen. Bis jetzt hat der Preis die Liftag gewonnen von Grabs, Firma Elpro in Buchs, Deconorm in Gams, Prusa in Seinwald und DMT Medical aus Buchs. Und jetzt kommen wir zum Gewinner vom 6. Innovationspreis. Es ist der Walter Schöb von der Firma Schöb AG in Gams und ich bitte dich jetzt auf die Bühne zu kommen. Herzliche Gratulation. Gerne hätten wir auch die nächste Generation jetzt auf der Bühne dazu, wo ich zum Preis übergebe. Das ist Christine Eckerschöp, der Philipp Schöp und der Nicola Sanzo, der in der Geschäftsleitung mitschafft. Ganz, ganz herzlich gratuliere ich Walter zu diesem Preis und wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Danke. Und jetzt bitten wir auch noch alle Mitarbeitenden der Firma Schöp hier auf die Bühne. Sie sehen mal einen Teil dieser Mitarbeitenden, ist hier natürlich nicht alle. Könnt euch bitte hier hoch. Sehen Sie nachher den Film von dieser Firma. Wir bleiben hier stehen und wir schauen den Film miteinander an. Den Ursprung haben wir eigentlich 1949 gehabt, durch unseren Grossvater, der das Unternehmen als Möbelschreinerei gegründet hat. Jetzt sind wir in der 3. Generation mit meinem Bruder und mir. Der Papa ist nach wie vor jeden Tag im Geschäft, ist der Patro. Er hat das Unternehmen dann vom Vater übernommen und hat sich Anfang 70er Jahre bereits die ganzen Sachen, was Zimmerei, Holzbaubetrieb anbelangt in Norwegen, das Wissen ereignet und hat eigentlich auch die ersten Maschinen dann von dort importiert und hat so mit einer kleinen Zimmerei damals den Besitz angefangen. Innovation heisst einfach für mich immer besser als der Mitbewerber. Immer an der Front sein von der Fabrikation her, weil wir im Spannungsfeld sind zum unmittelbaren Nachbarsbereich, sprich Österreich, Deutschland. Er hat dann 1986 erkannt, dass das für ihn nicht reicht und hat dann dazu mal einen heutigen Standard hier an der Hagerstrasse in Gams gezügelt. Gerade der Holzverbrauch ist natürlich das, was mich am meisten beschäftigt, weil viele Mitbewerber nehmen immer das günstigste Holz und es ist halt in Gottes Namen so, dass das am meisten vom Ausland kommt. Das heisst, unsere Welt wird darunter leiden. Und da hat mich auch bewogen, 1996 eine eigene Limerei zu bauen. In den letzten 10 Jahren sind die Brandschutznormen gelockert worden für den Holzbau. Dadurch sind auch Mehrfamilienhäuser möglich. Wir haben in den letzten, wie gesagt, 10 Jahren über 100 Mehrfamilienhäuser können bauen, über 40 Gewerbebauten. Und das eben für renommierte
kundschaften. Und von dort weg sind wir dann stetig gewachsen, bis jetzt eigentlich das Jahr 2016, wo wir dann die letzte Halle, die 6, die Schreinerei ist, hier haben dürfen in Betrieb nehmen. Und somit haben wir über 12'000 Quadratmeter, die wir jetzt produzieren. Sechs in der Zimmerei als moderner Holzsystembauer, aber auch die Schreinerei, das Architekturbüro und die ganze Planung und natürlich nicht zu vergessen die Limmerei. Also ich denke sicher, dass der mehrgeschossige Holzbau, wie es vorher schon erwähnt wurde, ist ganz sicher ein sehr, sehr wichtiger Standbein ist für die ÖVG. Wir können jetzt schon einen grossen Teil von unserem Umsatz eigentlich durch die mehrgeschossigen Holzbauten machen. Wichtig ist aber sicher auch nach wie vor die Einfamilienhäuser, die wir machen dürfen. Viele sind individuell und das ist sicher nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Standbein für uns. Wenn wir gleich bauen würden wie unsere Väter, dann hätten wir voll biologische Häuser. Das ist so einfach, oder? Und da muss man einfach eben aufpassen, dass man über die Innovationen nicht über solche Sachen stolpert, die dann nachher nicht mehr nachhaltig sind, weil gerade Nachhaltigkeit ist ja heute auch in allen Munden. Die Entwicklung vom heutigen Betrieb, wie wir es jetzt darstellen, ist immer über Fabrikation gegangen. Wie kann ich fabrizieren? Wie kann ich das verbessern, das Produkt? Und das ist eigentlich unser Erfolg, den wir dürfen sagen, den wir heute haben, gesamtschweizerisch. Wir sind jetzt ein Dreiergespann, mein Bruder Philipp, Nicola und ich, alle mit verschiedenen Backgrounds. Und von dem her sind wir hier auf gutem Weg und sind zuversichtlich. Wir arbeiten jeden Tag dafür und wir gehen mit Freude arbeiten. Und das ist sicher das Wichtigste. Ich möchte mich für die Ehre, die mir heute die Jury zuteil gebracht hat, recht herzlich bedanken. Nachdem ich vor 2 Monaten den Nobel-Holzpreis Holzkopf der Lignum erhalten habe, ist dies ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr. Es freut mich besonders, dass die Schweizer Holzbranche den heutigen Titel erhält. An dieser Stelle möchte ich vor allem meiner Frau Dorothea bedanken, die mir immer wieder den Rücken freigehalten hat. Ich möchte mich aber auch bei meinen Kindern, Philipp und Christian, bedanken für ihren immensen Einsatz. Selbstverständlich gilt dieser Dank auch unserem CEO, Nicola Sanzo, der täglich mit viel Herzblut und der Aufgabe nachgeht und sich für die Schöb AG einsetzt. All das wäre aber nicht möglich, hätten wir nicht so gute, treue Mitarbeiter, die zum Teil über 40 Jahre schon bei mir sind. Nicht zuletzt möchte ich natürlich all unseren Kunden danken, die sich immer wieder für den wunderbaren Baustoff Holz entscheiden. Danke vielmals.